Liebe Zuschauer, Bayern hat erfahrungsgemäß viel zu bieten. Auch im nördlichen Bereich zeigen sich ungeahnte Schätze und Aktivposten. In diesem Film nehmen wir Sie mit zu einigen mehr oder weniger bekannten Highlights im Regierungsbezirk Oberfranken. Am 15. April 1530 kam Martin Luther nach Coburg. Da der Reformator unter Kirchenbann und Reichsacht stand, musste er in dem sicheren Coburg zurückbleiben und konnte nicht am Reichstag zu Augsburg teilnehmen. Er lebte und arbeitete bis zum Oktober 1530 auf der Feste. Der Reformator verfasste in der Zeit 16 Schriften, übersetzte Bücher des Alten Testaments und die Fabeln des Aesop. Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha erblickte 1819 auf Schloss Rosenau bei Coburg das Licht der Welt. Im Februar 1840 heiratete er seine Cousine Victoria, Königin von Großbritannien und Irland. Die erste große Auslandsreise des Paares führt sie nach Coburg. Seit diesem Besuch bezeichnet Victoria Coburg und Schloss Rosenau als ihre zweite Heimat. Das erste Albert-Denkmal wurde auf dem Coburger Marktplatz errichtet. Ein Schmuckstück Coburgs ist das Landestheater, das momentan den Erfordernissen der Neuzeit angepasst wird. Wir verlassen Coburg und besuchen den Gottesgarten am Obermain. Das ehemalige Benediktinerkloster Banz, gegründet im 11. Jahrhundert, ist als Bildungsstätte bekannt. Heute gehört der monumentale Gebäudekomplex der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung. Der Staffelberg wurde immer wieder besiedelt. Momentan haben es sich emsige Wesen gemütlich gemacht. Das historische Rathaus ist das Wahrzeichen von Bad Staffelstein. Der berühmte Rechenmeister Adam Ries wurde hier geboren. Der weitläufige Kurpark lädt mit seiner Seebühne, den Gradierwerken und Wasserspielen zu einem Besuch ein. Lichtenfels gilt als die Korbstadt Deutschlands. Hier ist auch Deutschlands einzige Fachschule für Korbflechterei zu Hause. Marktzeulen ist ein Marktflecken im nördlichen Teil Oberfrankens, oberhalb der Rodachmündung. Seiner historischen Siedlungsform nach ist Marktzeulen ein typisches Haufendorf. Es gilt als eines der schönsten Fachwerkorte Frankens. Die Plassenburg ist eine von Befestigungen der Renaissancezeit umgebene Höhenburg über der oberfränkischen Stadt Kulmbach. Der Rote Turm ist Teil der Stadtbefestigung des 13. Jahrhunderts. In diesem fünfgeschossigen Turm, das oberste Geschoss in Fachwerkbau, befand sich die Wohnung des Stadtpfeifers.
An der Kirchenuhr vergehen keine Stunden, statt der Ziffern fügen sich die Worte »Betet, wachet« in den Kreis eines halben Tages. Der Maler, Zeichner und Grafiker Hans von Kulmbach, eigentlich Hans Süß von Kulmbach, freundete sich als Assistent Albrecht Dürers mit diesem an. Später hatte er seine eigene Werkstatt in Nürnberg, wo er wahrscheinlich 1522 auch starb. Das Deutsche Dampflokomotivmuseum ist das größte Spezialmuseum seiner Art. Dieser schwere Koloss diente zuverlässig als Schiebelok auf den Rampen in den deutschen Mittelgebirgen. Die Schnellzuglok P10 war mit ihren ca. 1600 PS besonders geeignet für anspruchsvolle Mittelgebirgsstrecken. Vierzylinder-Verbundlokomotive von Krauss-Maffei, München. Höchstgeschwindigkeit etwa 120 Stundenkilometer. Von der ersten Einheitslok, Baureihe 01, entstanden von 1926 bis 1938 insgesamt 231 Exemplare. Der Salonwagen diente im Jahr 1957 als Wahlkampfzug Konrad Adenauers. Eine Kleinbahn mit Dampf- und Diesellokomotiven lädt zu Mitfahren ein. Heute zieht eine Diesellok mit 25 PS die Wagen. Selbstfahrende Dampfdrehkräne standen auf den Gleisanlagen von Industriebetrieben und Häfen. Zum Teil auch in Bahnbetriebswerken. Sie dienten als normale Kräne zum Be- und Entladen von Güterzügen. Fahrgestell unten nach unten, Handbremse auf, Handbremse lösen und Schaufel bewegt sich dann nach unten. Der museumseigene Dampfdrehkran entstand 1927 bei der D-Mark AG in Duisburg und ist der einzige betriebsfähige seiner Art in Deutschland. Unmittelbar unterhalb der Burg Zwernitz liegt der Felsengarten Saint-Pareil mit seinen bizarren Felsformationen und dem morgenländischen Bau. C'est Saint-Pareil, das ist ohnegleichen, soll ein Gast Markgraf Friedrichs ausgerufen haben, als er die bizarre Felsenwelt in dem Buchenhain unweit der Burg Zwernitz erblickte. Der südwestlich von Kulmbach liegende Töpferort Turnau wartet mit einem imposanten Schloss, umgeben von stattlichen Bürgerhäusern, auf.